meine ja auch nicht das Taxi. Achso. Ich treffe gerne bei Leuten mit. Also, ob du das gern machst, weiß ich nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nicht so, dass ich das gern mache. Das liegt daran, dass ich keinen fahrbaren Untersatz habe. Find weil nicht. Der irgendwo anders steht, weil ich dann du ständig hast mitgenommen mindestens werde. Mindestens einen Roller. Ich habe einen Roller und ein Fahrrad, ja. Mhm. Sicher, dass du nur einen hast. Ich erinnere mich noch letztens, da war John bei mir zu besuchen. Da hatte die irgendeinen Scheißdreck im Kopf. Da habt ihr gesagt, ihr müsst Roller organisieren. Richtig. Das sind aber also Roller, die man nicht fährt. Ach so, die kann man nicht fahren. Die darf man nicht fahren, richtig. So. Das sind nicht fahrbare Roller. Oder? Ach, ich führe das lieber nicht aus. Ich glaube, du könntest mich dafür verhaften. Okay. Handschellen nicht dabei, aber... Das wäre jetzt wieder so eine Geschichte, die ich dumm erzählen müsste. Saß bei Sonnenuntergang mit KP am Strand. Da hat er seine Handschellen ausgepackt. Ja. Mhm. Merke, verpackst das auch wirklich unvorteilhaft. Ja, aber es ist nicht gelogen. Ich habe das Gefühl, du ergötzt dich daran, mich ein bisschen in die Scheiße reinzureiten manchmal bei deinem Freund. Kann das sein? Nein, wir lachen einfach nur darüber. Alles gut, das ist gut. Schön, dass ihr lachen könnt. Mhm, siehst du? Du bringst uns zum Lachen. Du bringst Dom offensichtlich auch sehr zum Lachen. Hast du doch festgestellt. Ja, nur im ersten Drittel der Unterhaltung und im dritten Drittel. Im zweiten Akt war er ein bisschen stoisch. Ja, gut, da kam ich aber auch dazu. Ja, wo ihr euch wieder romantische SMS geschrieben habt. Aber jetzt tatsächlich nicht. Offensichtlich nicht. Nein, haben wir tatsächlich nicht. Ich habe dir eine SMS geschrieben. Was? Ja. Verdammt, das ist wirklich... Wir haben einfach nur zufällig beide aufs Handy geguckt. Gott, zum Glück hat er mir keine SMS geschrieben. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, kannst du mal sehen. Warum antwortest du mir denn da? Er hat uns tatsächlich keine SMS geschrieben. Ah. Na, guck mal. Ich glaube, KP hat mir geschrieben. Ja, guck nicht. Ich habe da einen extra Klingelton extra für dich, weißt du? Nur für mich? Ja, deswegen merke ich das. Ist das hier dieser Imperial Walk von Star Wars? Nein? Nein. Hab ich denn? Ich weiß nicht, bei mir macht das sonst immer blub und bei dir macht es blub. Hab's letztens noch über eine SMS von dir nachgedacht. Oh Gott. Das klingt jetzt ganz komisch. Ja, welche denn? Nicht komisch. Jetzt muss ich gucken, was du geschrieben hast. Ich hab nur ein Smiley geschickt. Achso. Ah. Mal gucken, wo du was geschrieben hast. Verdammt, wir schreiben zu viel. Ja, tut mir leid. Sollte mal schreiben, dann schreibst du nicht mehr. Jetzt bin ich ganz nach unten geworden. Dann springst du nicht immer wieder nach unten, wenn ich was Neues schreibe. Ist wieder oben? Nein. Sicher? Ja. Ich sag dir, wenn ich oben bin, wenn ich das gefunden habe, was ich brauche. Ja, genau, dann muss ich nämlich ganz schnell mal schreiben. Wenn du es nicht vorlesen kannst. Groß und Zettel? Nee, das war der Zettel. Du hast ja was von Angst geschrieben. Ich weiß nur noch nicht genau, das waren zwei oder drei Angst? Worte. Hast du jetzt schon wieder was geschrieben? Nein, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Hä? Dich? Ich bin nicht oben wieder komplett unten gelandet. Okay, ich weiß nicht. Irgendwas mit Angst? Ja, ich weiß nur nicht, ob du Angst KP oder Angst Potter geschrieben hast. Ach so, hast du Angst Potter, ja? Hab ich geschrieben. Angst Potter? Potterhead, ja? Hab ich dir geschrieben, war ja. Mhm, sehr stark. Mhm. Fandst du gut, ne? Ich möchte nicht sagen, dass ich abgeneigt bin, zu sagen, ich bin auch ein Harry Potter-Freund. Das ist doch schön. Guckst du auch andere Filme? Ja, klar. Angst Potter, ich hab's gefunden. Da hab ich das auch gerade gefunden. Ja, 14.11. um 16.42 Uhr. Angst Potter? Ach, ja, lösch das, wenn Dom das sieht. Ja, da dachte ich mir so, hast du Angst? Da wollte ich nicht nur Angst schreiben, war langweilig. Und dann ist mir direkt Angst Potter eingefallen. Ja, und? Hab ich auch passend wieder geantwortet, ne? Das ist, Zitat, ich kann. Ja. Der Ringe, das ist ein guter Film. Ich liebe Herr der Ringe. Das ist großartig. Der Chief. Besten Film überhaupt. Ja, absolut. Der Chief benutzt das tatsächlich regelmäßig als Metaphern. Ist das so? Mhm. Mag euren Chief. Also, er sagt dann sowas wie, ja, also, ich habe euch von hier oben praktisch im Auge, wie diese zwei Hobbits, die auf den Berg steigen und dieses große rote Auge. Wow, der weiß nicht mal den Namen von dem großen roten Auge. Doch, das weiß er schon, aber ich glaube, er erwartet das nicht von den Mitarbeitern. Ah, von den jungen Leuten. Ja. Ist ja was für alte Leute, Mitte 40. Genau, jetzt bist du wieder um die 40 geworden. Kevin. Super. Das ist frech. Das ist wirklich also ich muss frech. Zugeben, ich habe Lensch in meinem Leben noch nicht mal gesehen. Ich weiß nicht mal, wie der aussieht. Nein, außer von dem Cover von Faces of Las Santas. Ja, so aber ich finde ihn sehr sympathisch bisher. Meistens. So.
Er ist sehr professionell und Privatleben hat er anscheinend keins. Ich habe den noch nie in der Stadt gesehen, außer auf der Arbeit. Oh ja. Führungsposition halt, ne? Naja, ihr geht heute Abend anscheinend weg. Ja, hat er gesagt. Hat er KP gesagt. Mhm. Sagen tut er viel. Also, wenn wir uns immer treffen würden, wenn er das sagt, dann wow, also da hätte ich gar keine Zeit mehr für dich. Wirklich traurig. Mhm. Also, für mich, für dich vielleicht nicht. Für mich schon. Deswegen, ich glaube da nichts, bis wir uns getroffen haben. Hast gelacht, das war ganz schön gemein. Das gehört. Ich habe vielleicht ein Hörgerät, aber ich höre noch gut. 120% dadurch. Wieso hast du denn ein Hörgerät? Geburtsbedingt. Das ist manchmal schwierig. Ne? Manchmal gehen die Batterien aus und dann höre ich einfach kurz nichts. Jetzt habe ich ein Fettnäpfchen. Sorry. Passiert nicht. Alles gut. Tonstudio war eine Qual für mich. Tut mir leid. Nicht das Tonstudio selber. Aber irgendwie, ich war auf einmal allein im Aufzug. Habe ich eine kurze Panikattacke bekommen. Aufzüge. Wirklich. Was, ein Tonstudio oder Aufzüge? Aufzüge. Und da das Tonstudio jetzt nicht gerade im Erdgeschoss war? Nee, das stimmt. Das war schwierig und ich konnte nicht mit den anderen irgendwie nicht einsteigen. Ich weiß nicht. Nee, man sollte nicht zu viele tatsächlich, deswegen sollten wir hintereinander. Ich habe auch den Knopf einfach nicht gefunden. Vielleicht eine kleine Panikattacke. Oh Gott. Ja, war nicht so gut. Ja, nee. Tut mir leid. Ja, ist aber. Also ich finde den Song übrigens solide. Also ganz ehrlich, hier Lemar war ja absolut begeistert, ja? Ja, der hat es gefühlt. Ja, er hat gesagt, das ist ein Goldstück. Ich glaube, der Lemar, du hast schon eine Wirkung auf Männer. Hä? Wieso? Was ist denn jetzt schon wieder? Nix. Hasel, Walker. Du. Hä? Ich hab das Gefühl, Castle und Walker bauschen Dinge gerne auf, kann das sein? Ich nicht. So Geschichten? Also, die meisten Was Männer... sagen denn Castle und Walker über mich? Ja, sagen, dass du echt nett bist. Aha. Sehr nett. Aha. Immer. Aha. Also, ja, ist eine Nette. Ist immer nett. Ich wollte gerade sagen, also... Aber ich habe dich noch nie krass bürstlich erlebt. Ne, eben. Ich bin auch eine Nette. Also, ich wüsste nicht, warum man nicht nett zu Leuten sein sollte. Mir würden 1000 Dinge einfallen. Ja, ich merke das schon. Ich bin immer sehr überrascht, wie du auf neue Leute zugehst. Wirklich, das wundert mich überhaupt nicht, dass du nur 3 Freunde hast. Weil ich ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, wen ich wirklich als Freund bezeichnen würde, sind das auch nicht so viele bei mir. Hör mal auf, bin gespannt. Du kennst eine Menge Leute, wirklich. Ich habe heute in mein Telefonbuch geguckt, ich kenne 21 Leute. Okay, warte. Und die Hälfte davon ist nicht mehr da. Wir haben das Land verlassen, so schlimm. Vielleicht lag es an mir, ich weiß es nicht. Zähle noch. Wie? Entweder du zählst sehr schlecht oder das ist eine verdammt lange Liste. Ich habe meine jetzt zweimal, bin jetzt meine zweimal durchgegangen und habe die Kontakte. Bin bei 100. Ein paar davon gibt es auch nicht mehr, glaube ich, in der Stadt. Aber 121. 121? Mhm. Ja. Ich habe 21 und davon sind bestimmt ein paar doppelt. Ich habe 100 mehr. Hm? Woran liegt's? Bin ich so unsympathisch? Ja, schon. Also, wenn du wirklich immer so auf neue Leute zugehst, dann ja. Das hat auch bei uns auch geklappt. Ich wollte gerade sagen, wie haben wir uns eigentlich... Ach ja, doch. Ich weiß, wie wir uns kennengelernt haben und du weißt es auch. Ich weiß es auch, offensichtlich. Ja. Du wolltest mir ein Kompliment machen? Hast du es verkackt? Ich habe dich drauf angesprochen. Dafür bist du sogar nochmal zurückgekommen. Ja, du hast gesagt, es ist ein echt schönes Kleid und bist weitergelaufen. Da habe ich dir hinterhergerufen, das ist ein Jumpsuit. Und dafür hast du dich nochmal umgedreht. Ja, ich muss das richtig stellen. Ich kann sagen. Nee, ich habe das richtig gestellt. Ich habe das richtig gestellt. Das hilft leider nicht bei Arthrose, muss ich dir sagen. Ich habe es manchmal auch mit den Knien. Weil ich gesprungen bin? Ja, merkt das schon. Seitdem ich mir ein paar Mal das Knie jetzt angehauen habe, habe ich das auch manchmal. Ja, einfach nicht mehr runterkomme.
Lieber nicht runter. Ich fände es jetzt auch seltsam, wenn du bei Sonnenuntergang am Strand plötzlich auf die Knie gehst vor mir. Das fände ich jetzt wirklich seltsam. Knie offensichtlich nicht. Ich gehe in eine gewisse Hocke. In Europa nennt man die Russenhocke. Aber ja, ich krieg das nicht hin. Das ist okay. Das sieht auch super aus, wie du da stehst. Hat was. Echt? Ah, guck mal. Ah, nein. Ganz unangenehm. Ja, ja. Nicht knien, sagst du ja. Ja, war nicht der Plan. Oh Gott. Verdammt. Ja, wirklich Probleme. Ich kämpfe mit mir wieder. Ich habe mich in deiner Nähe wirklich nicht im Griff. Ich merke das schon. Ich mach doch gar nichts. Ja, hast genau. Jetzt? Nichts. Rein ich, gar nichts. Ich mach gar nichts. Ich bin einfach nur nett. Ja, das ist das Problem. Soll ich nicht nett sein zu dir? Als könntest du was anderes. Scheiße, kann ich wirklich nicht, ne? Das ist genauso wie Lügen, kann ich auch nicht. Echt, du kannst nicht lügen? Nee, nicht wirklich. Also irgendwie sagen mir alle Leute, Harriet, du kannst nicht lügen und wissen immer, wenn ich lüge. Total bescheuert. Hab ich mal weggedreht, wa? Warum? Welche Augenfarbe habe ich? Du hast immer das scheiß Sonnenbrille auf, du Penner. Braun. Oh, hast du mich gerade gepennert? Ich hab dich gerade gepennert, ja. Braun. Ja. Penner. Du musst jetzt genauer hingucken. Ja, guck. Ja? Ja, braun. Zeig doch. Huch. Aufmerksam. Okay, das, das war seltsam. Hol mal den Selfie-Stick. Kannst ja dann direkt sagen, kannst direkt ein Bild schicken sogar. Wenn ich dumm freue, ne? Guck mal, du legst aber selber drauf ein. Ja, schon. Siehst du. Am Weg bin ich so einer. Mhm. Würde ich nie machen. Faktum. Wirklich, ich finde ihn eigentlich echt nett. Er ist auch wirklich nett. Vorwirft, dass ich ihn nachmache. Oder du mir das vorwirfst. Er macht sich da selber, glaube ich, einen Witz draus. Ich hoffe, dass es ein Witz ist, wenn er das wirklich für voll nimmt. Ich habe aber wirklich vorhin kurz gedacht, dass Dom kommt. Und dachte mir so, hä? Der lag doch gerade noch im Bett. Ich denke, das ist ein Kompliment, oder? Ich verbuche ja, das, also ich verbuche das als Kompliment, dass du mich mit 40er mit Dom verwechselt hast. Das ist super. 27, ich habe es mir gemerkt. Sehr ja. Gut. Ja? Ich hab's mir gemerkt. Stell dir mal vor, ich hätte gesagt, Mensch, Harriet. Mhm. Nackige 35. Ach, guck mal. Mein das stört mich nicht. Das stört mich nicht. Ach, ich bitte dich. Also. Bin sowieso schlecht im Schätzen, also von daher. Ich weiß auch nicht, ob du gut im Zählen bist. Ich habe jetzt die Kontakte nicht selber nachgezählt. Wenn du jetzt mit 40 wow. Wären und du kommst mit 121. Ja, wie viele Freunde sind denn das? Hol mich mal ab. Also wirklich. Freunde? Ja, Freunde. Mit denen ich über alles sprechen würde, kann ich an einer Hand abzählen, glaube ich. Ja, denke ich, ist normal. Ja, soll ja auch so, oder nicht? Und alles darüber hinaus sind halt Leute, mit denen ich mal gerne was mache. Kumpels. Ja. Ich mag übrigens Leonora, die ist auch echt nett. So ja, die ist auch super. Tage. Im ersten Abend, wo ich bis jetzt nur einmal außerhalb da lebt, da war sie ein bisschen ruhig am ersten Abend. Ja, ist sie auch. Ist aber ein bisschen gestern, ruhiger. Ja, aber jetzt aufgeschlossen, also. Gestern, ja. Vorgestern. Sachen hat gepasst. Marcus erwische ich irgendwie auch immer nur am Arbeiten. Mit Marcus muss man aber auch nicht befreundet sein. Der kann wirklich sehr seltsam sein. Also, kommt mir vor wie eine kleine Zicke, aber ansonsten. Ja, doch. Kann er sein, ja. Freue mich schon. 100%. Heute, Freitag, mache ich was mit Carsten. Wer ist eine Drama Queen? Nicht immer. Ich weiß. Also. Ja, aber er sagt es immerhin mittlerweile selbst über sich. Das heißt, er hat es festgestellt. Aber mit dem kann man echt Spaß haben. Also in den richtigen Momenten, der macht alles mit. Vielleicht ist das auch ein Problem. Ich mache auch viel mit Carsten. Ja, genau. Du machst auch viel Scheiße mit Carsten. Stimmt, ich erinnere mich. Mein Zettel. Ja, wir waren zusammen. Also er hat den Scheiß mitgemacht. Das. Carsten hat sich geoutet. Er hat mich morgens angerufen. Na, Käppi, hast du gut geschlafen? Claire ruft an. Was sag ich dir denn jetzt? Ich sitze hier gerade und genieße am Strand den Sonnenuntergang? Grüße. Ja, bei Pacho habe ich ihn gekauft. Ich gebe dir eine Nummer und da rufst du an. Guck mal, sonst bin ich das immer, der sowas macht. Ich schicke dir die Nummer. Nee, du kannst das selber machen. Du kriegst das. Der hat einen Motorradshop hier unten in der Stadt.
Ja, vielleicht auch mal hier vor Freitag. Was am Freitag? Ja klar, ist kein Thema. Ich guck mal, wir können da auch mal vorbeifahren. Aber ich guck mal, vielleicht kann ich auch was organisieren. Wir gucken. Wer, auf wen wartest du? Ja, wir kriegen das hin. Grüße, Galli. Wirklich starke Beine. Ich kann einfach nicht sitzen, wenn ich telefoniere. Wobei, ich glaube, ich kann das inzwischen sogar. Connor war auch nett. Ja, Connor ist super nett. Ich mag Connor sehr, sehr gerne. Ja, er ist wirklich Autofahren kann er. Der ist auch so super nett. Als Chauffeur auf jeden Fall. Ach, John wollte mich mal mit Connor verkuppeln. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, Dom fände das auch nicht so gut. Nee, es war vor Dom. Es war, als es mit meinem ersten Freund hier in Los Santos nicht mehr lief. Naja, das ist auch wieder eine traurige Geschichte. Das ist tatsächlich eine traurige Geschichte. Connor hat das mal sehr gut zusammengefasst. Harriet, ich habe das Gefühl... Das passiert dir häufiger, hat er gesagt. Das hat mich hart getroffen. Ja, kann ich mir vorstellen. Gibt naja. Schönere Wörter als, ey, vielleicht ist es deine Schuld. Naja. Naja. Weil, von Ed habe ich dir erzählt, oder? Dir von Ed erzählt? Du hast mir ja nur erzählt, dass eine deiner vorherigen Freunde spurlos verschwunden ist. Genau, das ist Ed. Mein langjähriger bester Freund, 12 Jahre hatten wir uns gekannt, hab wegen ihm studiert, bla bla. Los und Scheiß. Und er war dann auf einmal weg, wieder sitzen lassen, finanzielle Probleme, kurz vor Ende des Studiums, Abschlussprüfung fast nicht geschafft und so weiter und so fort. Komm ich hier hin? Öffne mich jemanden? Und wir wollten sogar irgendwie, ne, haben uns schon nach dem Haus umgeguckt zusammen und so weiter und so fort. Und zack, ist er weg. Und meldet sich die wieder. Bis heute nicht. Ja, dann meinte Connor, Mensch, Harriet. Ich habe das Gefühl, das passiert ja häufiger. Super. Danke, Connor. Wie es ist. Das hätte aber auch aus meinem Mund kommen können. Absolut. Das war 100% so ein KP-Spruch, ja. Bin zu ehrlich, wirklich. Weißt du, was dann passiert? Richtig. Dom geht auf Geschäftsreise und sagt mir nichts davon. Zack, ja, ja, ist auf einmal weg. Moment, in hervorragend. Klasse. Also verzweifelt, abends, betrunken, auf einmal vor der Tür standest. Ich stand betrunken bei dir vor der Tür? Nee, wir waren bei Carsten. Achso. Bist du den Hang runtergesprungen? Ach, der Abend war das. Ah, okay. Meinst, wäre der Abend gewesen, wenn ich das nicht durcheinander werfe. Das könnte schon sein, ja. Nee, da war ich nicht mehr suspendiert, glaube ich, oder? War ich da suspendiert? Nee, da warst du suspendiert. Das war später, hast recht. Du hast mir erzählt, wie Dom entführt wurde, nicht entführt wurde, entführt wurde. Möglich. Aufpassen. Gott, die Zeit vergeht hier. Ist wirklich so, ne? Ich habe auch immer das Gefühl, so ein Tag hier ist so eine Woche im Traumland. Ja, absolut. Also an manchen Tagen erlebe ich hier Sachen, die habe ich in Deutschland in einem Jahr erlebt. Ja, ja, genau. Sowas halt. Und Schicksal. Eddie Sugar, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Schicksal? Boah, ich weiß nicht. Die sind schon manchmal echt schwierig, sei ehrlich. Es gibt hier Zufälle, da sterbe ich fast. Ja, gestern mit John. Ja. Bei Popcorn. Ja. Ja. Wir fahren da hoch. Ja. Und John da. Ja. Da kann ich immer, also konnte keiner was für. Ich habe schon vorher nicht angerufen. Ja, ich sag ja, Schicksal. Ja, ist wirklich so. Das ist wie, Entschuldigung, wie ich dir nachgestellt habe. Komm, das war wirklich, also du kannst es mir nicht anders erzählen. Ja, ich habe dich das allererste Mal am DOJ getroffen. Und dann sehe ich dich die nächsten 3 Tage mehrmals täglich auf einmal. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht auffällig war. Hast du schon mal dran gedacht, dass das so ein Phänomen ist? Nee. Ich weiß nicht, das kennst du jetzt vielleicht nicht, aber Dom könnte das kennen. Wenn man sich ein Auto kauft und man denkt so, boah, das Auto fahren nicht viele Leute. Ja, und dann denkt man dran, dann fahren das plötzlich ganz viele. Und auf einmal siehst du es 1000 Mal auf der Straße. Ja. So ist das da auch. Aber das ist mir sonst mit keinem passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann mal Carsten getroffen habe und dachte so, boah, Alter, Carsten, Mensch, jetzt haben wir uns aber echt häufig gesehen, seitdem wir uns kennen. Also egal, fast egal, welchen Mann ich in der Stadt anspreche. Der kennt mich. Ja. Ist das so, ja? Also, wenn ich jemanden frage, ach, die ich habe hier eine gute Freundin, ja. Also, oder MD, ach, die Spengler.
Ist ja nicht so, als hättet ihr nur eine Rothaarige, die bei euch arbeitet, oder? Nee, wir haben viele, sehr viele. Ich war mal die einzige Rothaarige da. Echt? Ja. In den ersten Tagen, oder was? Ich bin ja schon seit 10 Wochen beim MD. Ich weiß gar nicht, wie lange das MD schon offen hat. Ich habe den Bums mit aufgebaut. Willst du gehen? Ja. Echt schwierig. Tja. Jetzt bin ich mehr erfüllt, was soll ich machen? Richtig. Irgendwas anderes, was dich erfüllt. Ich hab ja die Option geboten, wie sie mich zum Bleiben bringen. Ja. Ich habe aber noch nicht erwähnt, dass ich überlege zu gehen. Das ist halt auch dann mit Pistole auf die Brust. Ja eben, deswegen habe ich es nicht erwähnt. Ich weiß, was du meinst. Aber glaubst du, das erfüllt dich auf lange Zeit? Also es lastet dich auf jeden Fall dann mal mehr aus. Weißt aber auch, ich muss mir einen zweiten Job suchen. Damit du mehr ausgelastet bist, meinst du? Genieße die Zeit so auch tatsächlich. Also ich wollte jetzt Zeit zu zweit sagen, aber es ist nicht zwingend korrekt. Also ich habe auch kein Problem, wenn noch jemand anderes dabei ist. Ja, alles gut. Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß auch nicht. Drückt mich auch vom Dienst. Merkt man nicht. Nee, merkt man nicht. Habe ich spätestens gestern gemerkt. Was? Was war gestern? Ja, als du so viel gemeckert hast. Sowohl vor den anderen Kollegen, als auch bei mir dann. Oh, ich hatte gestern wirklich einen schlechten Abend. Wirklich. Habe ich gemerkt. Tut mir leid nochmal, ja? Ja, alles gut. Dafür sind Freunde da, Käppi. Wirklich. Freunde. Der 5 von den 120. Ja. Du bist auf jeden Fall in den Top 5 von den 120, richtig. Schreibst du das jetzt in dein Tagebuch? Ich habe Freunde gemacht. Das kommt auf die Checkliste. Durchstock. Passiert mir. Komm, es ist ein guter Witz zwischen uns. Komm, gib's zu. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn dieser Witz nicht entstanden wäre, hätten wir nicht so viel zusammen gemacht, oder? Ich glaube, das liegt an deinem Humor. Ah, okay. Dann kann auch sein. Ich bin froh, dass du mich nicht angezeigt hast. So wie du es in der Stadt verbreitet hast. Ich habe das überhaupt nicht verbreitet. Nee. Übrigens kam das Wort nicht das allererste Mal von mir. Es kam von Nami. Ja, hättest du es nicht gesagt, hätte ich dir das Nächste in den Raum geworfen. Tatsächlich so. Ich habe immer nur gesagt, ah, guck mal, da ist wieder KP. Jetzt sehe ich den schon das dritte Mal heute oder irgendwie sowas. Und dann kam von Nami, sorgt er dich? Und dann meinte ich, weiß ich nicht. Ich sehe den halt sehr häufig. Also eigentlich ging das alles von ihr aus. Das ist ihre Schuld. Das ist ihre Schuld, dass du jetzt in den Top 5 bist. Ich rufe sie gleich mal an. Ja, mach mal. Hast du ihre Nummer überhaupt? Ihre Nummer habe ich. Stimmt. Hast du nicht auch irgendwann mal vor Dom gesagt, dass deine Schwester echt süß ist? Nein, ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Irgendwas echt Kritisches hast du da mal gesagt. Groß verheiratet. Nicht mehr. Lass mir das. Offensichtlich. Will ich nicht machen. Will ich das dir auch nicht sagen. Hast verheiratet. Wollte ich das sagen? Wer sollte das Nami gesagt haben? Nee, du hast irgendwas zu ihr gesagt. Und echt nett, das sage ich nämlich echt häufig. Ja, stimmt, das war bestimmt nett. Echt nett? Also. Echt nett, wie die kleine Schwester von Scheiße, ja. Wirklich nett ist doch nicht scheiße. Nö, ich werde ja auch immer, ich bezeichne mich ja selber als nett. Ich finde nett jetzt auch kein schlimmes Wort, aber sagt mir noch immer, oder? Ja. Das ist doch die kleine Schwester von Scheiße. Also das ist dieser Subtext, von dem ich dir eben erzählt habe, den man vielleicht manchmal in irgendwelche Tonlagen und Wörter interpretieren kann. Verstehst du, was ich meine? Naja, verstehe, was du meinst. Vor allen Dingen dann noch mit Gestik und Mimik. Geht schnell. Deshalb habe ich mich immer so im Griff. Absolut, du hast, ja. Selbstbeherrschung, sein Vater. Angst? Potter? Jetzt warte, jetzt kommt noch der hier. Hello there. Nee, den nicht? Okay, den nicht. Ja, gut. Mal. Ja, der ist danke. Klär mich kurz auf. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch. Oh mein Gott, den kennst du wirklich nicht? Nee. Du hättest jetzt sagen müssen General Kenobi. Ich hasse Star Wars.
Oh mein Gott. Okay, ja, alles klar. Top 5 verlassen. Ciao. War schön mit dir. Ich mit dem Auto da. Ich lauf immer hinter dir. Das ist wirklich irritierend. Ich möchte wieder links von dir sitzen. Ich hab Angst. Wieso? Was war denn rechts? Soll ich weiter rüber? Nee, ist schon okay. So, bleib ruhig da sitzen. Ich hab irgendwie... Rechts habe ich das Gefühl, ich versinke in einem Erdloch. Ja, setz dich doch einfach mal hin. Dann passe ich mich mal an. Viel Spaß. Und? Sitzt du gut? Ich glaube, ich sitze ganz gut. Okay. Bam. Ja. Ja, ah, okay, verstehe. Verstehst du, was ich meine? Verstehe das Problem, ja. Ja? Ja, doch. Ah, guck mal, hier geht. Das ist ein Profi hinsetzen. Wunderbar. Hat das geübt. Großartig. Ja. Hab das studiert quasi. Hinsetzen. Ach, das hast du studiert? Ich dachte, ja, Pädagogik. Ihr gut Ort hinsetzen habe ich studiert. Ja, ach so, das ist was, wo studiert man das genau? Offensichtlich in Texas gibt's das. Ah, klasse. Mhm. So ein kleines Community College. Das stimmt sogar, aber ich habe Erziehungswissenschaften, habe ich ja schon mal erzählt. Ne? Ja, ich sag, Pädagogik hier. Mhm. Direkt neben Hinsetzologie. Na klar. Letztes Mal, als ich mit meinen Studien beruhige dich. Ja, auf, hat wieder. Ganz ruhig. Einmal formatieren. Jetzt kommen die IT-Witze. Ich bin gerade begeistert. Ah, klasse. Hm? IT-Witze. Mhm. Lachwitze. Ich bin übrigens super witzig. Ich weiß. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen? Auf Lachwitze kann ich auch wie kein Zweiter. Ach Gott, bitte nicht. Katzen? Ich finde dich auch so sehr, sehr witzig. Du musst mir jetzt nicht... Bitte keine Flachwitze. Na gut. Ich will nicht, dass du ins Meer fällst. Mhm. Dich nicht mehr halten kannst. Ach Gott. Bitte. Bitte. Ja, keine Flachwitze. Habe ich verstanden. Danke. Das ist wirklich entspannt, wa? Mhm. Ist echt ganz schön. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Tut mir leid. Kannst du hier nichts für... Ja, doch, die letzte Zeit, aber meistens zu dieser Zeit haben wir irgendwas gemacht. Also, doch. Schon. Kann ich schon was für. Stick? Ich schieb das nicht auf dich. Ausnahmsweise. Ja, sonst schicke ich gerne Sachen auf dich, das stimmt. Ja, merke ich. Absolut richtig. Oh Gott. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Nein. Wir machen jetzt den zweiten Tag was in Folge und keiner von uns ist im ND gelandet. Liegt an der Kette. Scheiße, du hast vollkommen recht. Oh mein Gott! Du hast vollkommen recht. Weißt du, was noch viel besser ist? Seit ihr nur die Kette hast, passiert das nicht mehr. Nee, was denn? Ja, am Ende ist die Woche rum. Was? Am Wochenende ist meine Woche rum. Ha, wegen nicht trinken. Hasse. Willst du dann wirklich wieder anfangen oder fandst du es eigentlich ganz gut? Ich fand es eigentlich ganz gut, aber... Ja, würde ich auch sagen. Es gibt Sachen, ja, die stelle ich fest, dass ich ohne Alkohol... So, egal. Was? Ich bin nicht so locker, wenn ich nichts trinke. Also es gibt Sachen, die würde ich niemals aussprechen, ohne was zu trinken. Oder was tanzen. Denn zum Beispiel? Tanzen würde ich auch nie, ohne was zu trinken. Wieso wir denn heute Abend in Bahama Mamas tanzen, wenn du nichts trinken darfst? Wir tanzen ja auch nicht, weil wenn ihr ins Bahama Mamas geht, bin ich im Bett. Außer ihr sagt, hey, Junge, 8 Uhr, jetzt geht's aber los. Oder 9 Uhr, mein Lieber. Ja, ich glaube, es fängt, also du kannst alleine mit Dominik tatsächlich gehen, weil ich habe ja um 9 Uhr den Termin. Weiß. Und er wird da sein, wenn das Bahama Mamas losgeht. Ich glaube, das ist 9 Uhr. Ja, du glaubst, dass er pünktlich da ist. Ich dachte, du kennst ihn schon was länger. Hast du auch wieder recht. Das habe ich sogar vorhin selber gesagt, ne? Du bist so naiv manchmal, wirklich. Ja, bin ich auch. Bin ich, glaube ich, bekannt für. Wert. Ja, eigentlich müsste ich es klüger machen. Ich müsste ihm sagen, Dom, Punkt 21 Uhr, Bahama Mamas, dann ist er um 22 Uhr da. Ja. Wenn ich dann da bin. Super. Gute Idee, mache ich so. Ja. Ich helfe gern. Aber du bist selber drauf gekommen, mal wieder. Ja, danke. Detective. Ich wollte gerade sagen, bin auch ein guter Detektiv, ja. Detective Spengler. Das wird immer attraktiver, hör auf das zu sagen. Wirklich.
Wir lösen jeden Fall, was sie auch tun. Nein? ja doch, klar. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Oh, kennst du also auch? Ja, ja, klar. Geschmack. Was ist Lux? Stell dir vor, da kommt kein Geld rum. Also, nee, da kommt nicht. Wie soll ich dir das jetzt sagen? Du liebst deinen Mann und das ist auch super. Mhm. Aber der hat genug Geld für zwei Leben. Aber wie drückt das aus? Bei mir ist das nicht so. Wenn es nicht mehr so läuft, muss Claire entweder das Haus alleine bezahlen oder ich wohne in Ungarn. Aber, warte, KP, du vergisst, dass du ja quasi das Geld an meinen Mann gibst für die Miete. Ja, ich kann man bestimmt was machen, wenn wir Geschäftspartner sind. Ich weiß aber nicht, ob das so funktioniert. Ach du, wenn ich bitte, bitte sage, ist das... Ach so, wenn du bitte, bitte sagst, meinst du, dann klappt das? Ich kann mal probieren. Bitte, bitte, Dom, bitte. Ja, bitte, genau so. Ja. Das sehe ich. So 100%. Ich sage ihm das so. Harry hat gesagt, wenn ich bitte, bitte sage, dann wird das schon was. Oh. Warum nennt Valerie dich eigentlich Henriette? Ich habe keine Ahnung, weil mich ganz viele Leute Henriette nennen. Bis ich dreimal gesagt habe, ich heiße Harriet. Oh Gott, weißt du, wie lange es gedauert hat, das aus Lonnie rauszukriegen? Zwei Wochen. Hat Lonnie mich Henriette Goldene Kette genannt. Ja, muss... Mhm. Egal. Nicht, ja. Dass hey, Arnold. Oder, ja, mhm. Ich wollte es nicht sagen. Mhm. Oh, in den Staaten laufen dieselben Kinderserien wie bei uns? Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Und die gleichen Filme offensichtlich. Zwei Wochen musste ich mich von Lonnie Henriette Goldene Kette nennen lassen. Auf Star Wars zurückkommen. Nee, du wirklich? Magst kein Star Wars. Ich verstehe es einfach nicht. Aber das liegt einfach daran, dass er zu viel da gibt. Kommt man durcheinander. Ja, kann ich nachvollziehen. Star Wars, Star Trek, Stargate. Kompliziert. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich mag hier den kleinen Grünen. Der ist ganz süß. Ja. Yoda. Achso. Baby Yoda. Ja, aber das ist ja jetzt wieder hier Mandalorian. Ja, aus Star Wars. Na gut. Wie bin der Hobbit. Sagst. Der gehört ja. Auch zum Herr der Ringe. Findest du ihn eigentlich gut? Hm? Findest du den eigentlich gut? Den Hobbit? Die Hobbits? Teile? Möchtest du meine Meinung als jemand, der Filme genießt, oder meine Meinung als Herr der Ringe Crack? Erstmal als jemand, der Filme genießt, dann wahrscheinlich nein. Nö, als jemand, der Filme genießt, fand ich es okay. War eigentlich ein guter Film. Okay. Ein bisschen zu viel CGI und vielleicht ein bisschen zu viel auf Lacher ausgelegt, aber an sich war es ein guter Film. Also, ich mag den eigentlich auch ganz gerne. Gucken. Ja, ich mag den eigentlich auch ganz gerne. Aber fand es nicht so Herr der Ringe mäßig. Ja, da kommt ein wenig an die Originale ran. Also, die Herr der Ringe Trilogie. Gut, das war auch nicht die Frage. Also, da ja. Kommt gar nichts dran, ganz ehrlich. Setup, in dem es gemacht ist, man merkt, dass es deutlich moderner ist, aber Elbin, die dann dazu gedichtet worden ist, schwierig. Ne? Ich sehe, du hast auch die Bücher gelesen, ne? Ja. Ja, Fehler. Ich habe da wirklich ein Problem. Ich würde mir das tätowieren lassen, wenn es da ein Motiv gäbe. Hm. So ein Fan also, ja? So ein Fan. Hm. Ein Ring, sie zu knechten. Ja, ja. Verstehe schon. Ist genau. Ein Ring, sie zu knechten. So ruft mich jetzt Alex an. Wer ist Alex? Hey, Alex! Hey, Harriet. Hast du mal eine Minute? Ja, klar. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Ich Bestimmt. Weiß nicht, ob du es kannst, aber wir haben gerade eben erfahren, dass unsere Chefrakete tot ist. Was? Mhm. Ach du Scheiße. Okay. Naja. Aber wir müssen richtig ein Auto laufen. Wir wollen gleich eine Todesanzeige machen, wissen allerdings nicht, in welchem Jahr er geboren ist. Ja. Ich hab's gerade eben schon beim MD probiert, weil ich weiß, dass er schon mal da, war und da eine Akte hat. Allerdings wollen sie es wegen Datenschutz nicht rausgeben. Wir brauchen nur das Jahr für die fucking Todesanzeige. Muss ich gleich mal gucken. Also nicht jetzt, weil ich bin gerade nicht im MD. Aber finde ich die heute noch raus. Okay, vielen lieben Dank. Super, ciao Alex. Danke, ciao. Ach du Scheiße. Du hast nicht auf Wienet? Wer ist auf Wienet? Rakete. Rakete ist tot. Ja, weiß ich schon.
Du Scheiße, was Rakete? Nein, Rakete? Rakete ist tot. Helmut Rakete? Ja, der ist tot. Nee, hat er nicht auf Wienet stehen. Ja, natürlich nicht. Da sind die wahrscheinlich auch selber drauf gekommen. Wer soll das auf Wienet stehen haben? Die wollen einfach nur wissen, in welchem Jahr er geboren ist. Für die Todesanzeige. Die wollen einfach nur eine schöne Todesanzeige aufgeben. Und brauchen dafür halt ein Jahr, ein Geburtsjahr. Weil das Todesjahr wissen sie ja offensichtlich. Und das MD kommt halt wieder mit, ja, da braucht sie einen richterlichen Beschluss, damit wir die Akten, blablabla. Willst du da jetzt wieder sagen? Es geht doch nur um das Geburtsjahr, Mann. Ich sag ja auch nicht, dass du es nicht sagen sollst. Ganz zufällig weiß ich dann spontan das Geburtsjahr von Rakete. Klar, ihr habt euch darüber letzte Woche unterhalten. Ich war darüber dabei. Richtig. Vom Bounce Club. Ja, ich weiß. Scheiße, warum ist der tot, Mann? Passiert hier. Ich hab tatsächlich noch keine Leiche gefunden. Das kam überraschend. Das kommt wirklich unerwartet. Ich weiß, er war alt, aber scheiße, Mann. Habt ihr nicht auch Akten? Stehen da nicht auch Geburtsdaten drin? Wir haben nicht zwingend alle Akten. Bei uns, wir sind keine Aktenkrake. Nur wenn jemand eine Straftat begeht, wird er bei uns datentechnisch erfasst. Och, das sehe ich, Rakete, aber. Rakete? Ich weiß nicht. Hallo, ich stehe auch in euren scheiß Akten drin, weil ich mal verhört wurde. Strafvereitelung. Das ist. Steht da auch ganz groß fallen gelassen? Irgendwo? Das ist doch irrelevant. Das sind betriebsinterne Informationen. Die kann ich dir leider nicht einfach so geben. Das ist so frech, ne? Jetzt werde ich frech. Strafvereitelung. Ich habe deine Akte gelesen. Was steht da drin? Das ist meine Akte, darf ich wissen. So, bei den DOJ-Akten sich beantragen. Oh, gut. Kannst du aus dem Kopf nicht rezitieren. Es geht darum, dass du wohl Oh mein Gott, wenn das nicht drinsteht, ist jemanden ja du hast irgendjemanden verarztet. Mhm. Aber Akten dazu, ach, keine Ahnung, schwierig. Ja, okay, also die Anzeige war tatsächlich Strafvereitelung. Das ist richtig. Die Anzeige ist Strafvereitelung. Ist aber fallen gelassen, komplett. Weiß, dass sie fallen gelassen. 0,0 Strafe, musste ich bezahlen. Ja, du bist ja auch nicht mehr suspendiert. Richtig. Du bist mit drei Anwälten da reinmarschiert. Es gab sogar ein COCP-Verfahren dafür. Ja, und deine Anwälte haben das geklärt für dich. Richtig. Ja. Meine vier Anwälte, die ich dabei hatte, obwohl ich nur einen bestellt habe. Das wären drei. Das war so peinlich, denn die drei waren beim Verhör. Bei der dann nochmaligen Anhörung bei Frau Wayne waren es vier. Und zwei durften mit rein. Und nach 10 Sekunden war Frau Wayne sprachlos. Hm, fand ich sehr gut. Ja, Frau Wayne, weiß ich ja nicht. Mag sie nicht, ist eine Schlange. Oh, ist eine richtige Schlange. Wirklich. Ich habe gerade erst gedacht, du sagst was anderes. Ich wäre fast umgefallen. Nein, nicht Schlampe. Oh, Schlange. Ich würde niemanden Schlampe nennen, wirklich nicht. Außer, er ist halt, also sie ist halt eine. Ich meine, Schlampen darf man doch Schlampe nennen, oder? Du weißt nichts über ihren häuslichen Stand. Eben, deswegen würde ich niemanden Schlampe nennen, wo ich es nicht wirklich weiß. Ja, also ich bin schon eine Schlampe. Ich habe Schau dich bei mir um, überall liegt die Wäsche rum und alles. Wirklich, bei mir ist unordentlich. Ich habe Schlange gesagt. Ich möchte nochmal festhalten, dass ich Schlange gesagt habe, ja? Warum hauchst du mir jetzt eigentlich zärtlich in den Nacken, KP? Du ist das? Ist das Ansichtssache? Reicht, ich probiere daran zu arbeiten. Okay, jetzt ist besser. Besser? Presser, zwei Folgen oder so. Okay, aber Ansichtssache. Mach das vielleicht auch mal. Ach Gott! Auf, geht's steil bergab. So. Ah. Ich habe ihm gesagt, heute im Laufe des Tages. Ist jetzt nicht wichtig. Ich setze mich wieder hin. Ich gucke, ob ich hier sitzen kann. Ah, nee, hier kann man nicht sitzen. Vielleicht ein bisschen weiter. Guck mal, ich glaube, hier oben ist besser. Ja, ich wollte eigentlich keinen Sand in der Hose. Ja, aber hier so zwischen. Ich habe ein neues Auto, weißt du? Ja, ich probiere das. Jetzt hätte ich zum Beispiel was Gemeines sagen können, aber ich lasse es, weil ich eine nette Dame bin. Ja, eine nette Dame. Oh, die Dame, natürlich. Eine nette Dame, ja. Ja, eine nette Dame, na klar. Warum hast du nicht vorhin so gesprochen? Ich war sehr verwirrt. Am Telefon. Ich hatte deinen Kollegen vom MD, der hat mir sein Auto ja verkauft. Warum hast du es bei dir gemacht? Daneben war Miguel. Was? Julio? Erzähl ruhig weiter. Warum hast du das bei dem gemacht? Miguel hat mich halt vorher schon ein bisschen geärgert oder du kennst ja Miguel, wie er ist, eigentlich ein richtig bodenständiger. Und er dann so, ja, ich habe jetzt hier extra was Besseres angezogen, ich bin jetzt dein Anwalt, den muss ich jetzt hier vertreten. Da habe ich gesagt, okay, na gut, wenn du so möchtest.
können wir so reden. Mhm. Und wenn jemand einen Preis drücken kann, dann natürlich Klaus-Peter Bluebell Lux. Schön, dass wir schon ihren Namen angenommen haben. Waren wir uns nicht einig, dass wir nichts... Ach nee, doch, Cousin haben wir gesagt, ne? Cousin und Cousin. Entfernen, das ist ein halt, ja. Dritten Grades, väterlicherseits, irgendwie sowas. Genau. Also, wenn ich verhandeln kann, dann so. Ja. Eigentlich kann ich das gar nicht. Ich komme damit nicht klar, so Leuten den Preis zu drücken und so. Mhm. Ich habe dem nachher $2000 mehr gegeben, als er geleitet hat. Ich dachte, wenn du verhandeln kannst, dann in dieser Tonlage. Ja, aber ich habe ja, nachdem ich aufgelegt habe, wieder aufgehört. Da stand der Preis zwar schon. Ach so. Und dann habe ich gesagt, komm hier, nimm das noch. Kleinen Obolus. Für die Geringverdiener. Ja, genau. Ich habe aber nicht, wie heißt denn jetzt nochmal? Chantal? Nee, wie hieß denn nochmal hier die Bedienstete von deinem Ex, also ihr Ex, von deinem Mann, die Ex-Freundin? Was? Hier die Blonde mit dem französischen Dialekt. Was? Waren die nicht mehr zusammen? Hat die das nicht gesagt? Was? Wer? Ja, hier, die bei Dynasty arbeitet. Caroline. Ja, die waren noch mal ein Paar. Wer? Waren die und Dom nicht ein Paar? Habe ich das nicht so verstanden? Was? Nein? Bitte. Habe ich vielleicht falsch verstanden? Was? Ich hatte das so verstanden. Nein? Ja, kann ich sagen, ich falsch. Vielleicht habe ich nicht richtig zugehört. Hallo? Was? Dann habe ich bestimmt falsch aufgeschnappt. Ich hoffe doch. Hat die im Bounce Club gearbeitet? Ja, die ist die Barchefin da. Ah, okay. Aber ich habe, glaube ich, ihre Angestellten das keine Zeit gegeben. Das wäre mir nämlich jetzt im Nachhinein wirklich unangenehm. Wieso? Ich nicht. Hä? Wieso? Die freuen sich doch über Trinkgeld. Was sollte denn ein Trinkgeld jetzt unangenehm sein? Das stimmt, aber wir haben uns verhalten wie die letzten Menschen. Wir haben uns vorzüglich verhalten, ja? Mein Teuerster? Ja, für uns. Vorzüglich. Aber nicht für die... Ich fand das großartig. Nicht für die Gemeinde. Oh mein Gott, wir machen die Privatdetektive auf und reden die ganze Zeit nur so mit den Leuten. Oh mein Gott, das ist ja perfekt. Ja, aber nicht mit den Klienten. Nee, nicht mit den Klienten. Aber wenn wir quasi einen Fall machen, weißt du, dann reden wir die ganze Zeit mit uns. Das ist unsere geheime Identität. Klasse. Ich komme mir so einen Aufklebschnauzer. Auf den Schnauzer. Ich hole mir einen Aufklebschnauzer für. Also so ein aufgetröteten, weißt du, so links und rechts zu, so ein bisschen zwirbelt. So ein wie Gambino hat, meinst du? Weiß ich nicht, ich kenne Gambino nicht. Aber wir hatten da so einen Mann im Fernsehen damals, das war ein sehr bekannter Anwalt. Ja. Herr Lenzen hieß der Mann. Kenn ich nicht. Sei froh. Wirklich ein vorzüglichen Bart. Bei dem würde ich irgendwie so einen Namen führen wie Lenzen und Partner oder so. Ah, klasse. Ja, das wäre auch eine Kanzlei. Du. Wir haben den Schnauze. Oh, da komme ich jetzt nicht drüber hinweg über den Spruch. Tut mir leid, ja, ich versuche irgendwie meinen Hefter als verkauft zu setzen im Wienet, aber... Ah, ist er schon verkauft? Ja. Ja, Respekt. Wie viel hast du bekommen? 45. Hm, nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wie ich den auf verkauft setze. Lösch es doch einfach. Ich kann es, ich weiß nicht, wie ich es lösche. Wenn ich wüsste, wie ich das lösche, würde ich es tun. Ja, nun, Was denn für ein freches Angebot? 40.000? Kannst du nicht einfach auf den Pfeil oben und deinen Beitrag löschen machen? Ich weiß nicht, ich habe noch kein Verkaufsangebot. Ich probier's. Ich poste generell selten auf Wienet. Bin ich so medienaffin, ne? Kann ja nicht jeder Beitrag löschen? Das scheint... Deine Idee scheint brillant gewesen zu sein. Ja, gerne. Gar kein Problem. Jetzt schau aber, ob vom Marktplatz weg ist. Ja, weg. Siehst du mal? Ja, gerne. Kein Problem, KP. Immer wieder gerne. Zum Glück habe ich eine Social-Media-Beratung hier neben mir sitzen. Gott, wie sollte ich sonst überleben? Eine Idee. Okay, das Gambinos... Ist nicht mehr unter Gambinos Leitung. Martin Friesecke hat das jetzt übernommen wohl. Deswegen haben die auch ständig zu. Ja, nee. Ist ja nicht. Denn das? Keine Ahnung. Kein Bock mehr? Also ich weiß, dass die immer so gepostet haben, dass sie keine Mitarbeiter haben. Ja gut, das ist ja ständig so. Das ist ja überall. Komm, Leute, ich geh mal die Jobbörse mit dir durch.
Jobbörse, okay. Reinigungskraft, Tatortreiniger. Nee, also was ich, wo ich mich jetzt aktuell gar nicht, also hätte ich am Anfang gemacht, aber wo ich mich gar nicht mehr sehe, ist so, Kellnern. Ah, Servicekraft ist es nicht. Nee, hätte ich tatsächlich am Anfang gemacht. Oh ja, Mann, Anwalt bei Regan und Partner, das ist es doch. Bitte mach es nicht. Showhost. Und News Anchor, Moderator bei Als ob die das jetzt schon drinstehen haben, wo Rakete gestorben ist. Nein, das steht schon seit ein paar Tagen da. Ja, das macht es nicht besser. Rakete bei CNT. Das Journalist. Ist Weasel News. Hm. Weasel News. Ach, CNT. Weasel News, ja. Ja, ja. Nee, also nicht Showhost, bei Weasel News. Da sehe ich dich. Die haben noch neuen Besitzer, die sind verkauft. Show. Also die neuen Artikel sehen. Du siehst wie bei. Guck mal, Immobilienmakler, da sehe ich mich. Auf die kriegen gar keinen wie viel? Fall. Die kriegen wie viel? Frag mal doch mal, ob ich das noch nebenbei machen kann. Nur fürs Gehalt. Die kriegen was? Ja, das ist schon frech, oder? Ja. Minimum 50.000 pro Woche. Das ist das, was ich für 7 Songs bekommen habe. Du hast keine 7 Songs. Nein, ich muss 7 Songs machen, sonst brechen sie mir die Beine. Da habe ich 50.000 für bekommen. Einmalig. Schöne Beine. Wäre schön, wenn sie die nicht brechen. Die kriegen... Ganz ruhig, keine Schnappatmung. Vielleicht möchte ich doch Immobilienmakler werden. Leck mich mal hart am Arsch, das ist ja mega. Friseurin. Mit deinen schönen Haaren. Meine Mutter war Friseurin, ich weiß nicht, fühle ich nicht. Okay, verstehe ich. VNS Sales Navigator. Hä? Was für ein Ding? Sales Navigator. Hm? Was ist denn Sales Navigator? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, von hier. Verkaufstalent, wenn sie sich bei uns noch heute. Boah, ne. Sicherheitsbesser. Nee? Oh, ich werde Security, Mann. Ja. Ich weiß. Weißt nicht. Du? Doch, KP, pass auf. Folgendes. Nein. Das hast du nicht mitbekommen, aber, ja, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Wir waren vor den Bahama Mamas. Das war einmal. Claire, Carsten und ich. Ich war bestimmt auch dabei. Nee. Wo bin ich in der Geschichte? Da warst du nicht dabei, da warst du schon schlafen. War schon spät. 23 Uhr oder so. Auf Claire jeden Fall. Ja, Claire war noch wach. Und Carsten auch. Ich komme jetzt ins Bett nochmal. Dom und Nami waren auch da. Mit Dom war ich eigentlich verabredet. So, Dom und Nami gehen arbeiten. Ja? Ja. Die beiden sind arbeiten. Sind also weg. Das heißt, nur noch Claire, Carsten und ich sind da. Ja. Und da kommen vor den Bahama Mamas wieder diese komischen Türsteher, hier Security-Leute. Oh, die Helikopter. Die davor im Galaxy Miss America beschützt haben. Okay. Da ist es ja zur Schießerei gekommen dann irgendwann. Wo ich dann draußen stand und fast mit angeschossen wurde. Ja. So, die kamen da also wieder. Claire und ich erkennen die und denken uns so, oh nein. Das entartet hier doch gleich wieder. Mhm. Jetzt war auch Finn als Besitzer von Bahama Mamas nicht wirklich deeskalierend. Bei denen hat die wieder nicht reingelassen. Diesmal hatten sie aber nicht Miss America dabei, sondern einen Mr. Red. Mr. Red? Mr. Red. Ja, wer ist das? Keine Ahnung. Hat sich halt ausgegeben als der nächste Top-Superstar und hat in 2 Monaten seine erste Single draußen und jeder kennt ihn. Auf jeden Fall denke ich mir so, ganz ehrlich, Harriet, beim letzten Mal kanntest du den einen Typen? Hättest du den angesprochen? Hätte der vielleicht nicht angefangen rumzuschießen? Und diesmal dachte ich mir, ganz ehrlich, Harriet, das letzte Mal hast du dir Gedanken drum gemacht, was wäre, wenn? Diesmal machst du es einfach. Es klingt mit der beschissensten Idee, die ich je gehört habe. Ich hatte die beschissenste Idee überhaupt und habe angefangen, den Groupie von Mr. Red zu spielen. Hab gesagt, oh mein Gott, also er hat halt vorher gesagt, er ist Mr. Red, ich wusste nicht, wer er ist. Glück. Und dann bin ich rausgegangen und meinte, oh mein Gott, Mr. Red, sind Sie's? Oh mein Gott, und wollte halt auf ihn zu und dann die Security, nein, halten Sie Abstand und bla bla bla. Und oh mein Gott, ich bin Ihr größter Fan und kann ich ein Autogramm haben, bla bla bla. Was man halt so macht als Groupie. Das hat er mir abgekauft. Das hat er mich voll abgekauft. Hat er mir auf jeden Fall abgekauft. Und dann hat er immer wieder ein Gespräch mit mir gesucht. Meinte, ja, wenn wir gleich reinkommen, nehme ich dich mit in die VIP-Lounge. Und einer der Security-Typen meinte dann so, ey, pst, also... Sie haben rote Haare, er steht voll auf rote Haare. Also wenn sie eine Chance haben, dann so, ja? Und so weiter und so fort. Und dadurch, dass ich das gespielt habe, Claire dann irgendwann noch eingestiegen ist tatsächlich, weil sie gemerkt hat, dass Claire ist noch mit eingestiegen. Dieselbe Claire, die wir beide kennen. Ja, ist mit eingestiegen. Wir haben dann durften ihn dann sogar anfassen, ich durfte ihm seine Kette zumachen, er hat sein Oberteil für uns ausgezogen, wir sind umgefallen vor lauter Kraft. Ach, das bringt dich zum Umfallen, kein Problem. Ja, wenn ich das spielen muss, bringt mir das zum Umfallen. Ach so, ja gut, das kenne ich. Richtig. Was? Das Vorspielen kennst du? Na egal. Ja, ja. Auf jeden Fall hat das so gut funktioniert. Es wurde nicht eine Person an diesem Abend verletzt. Nicht eine. Wo sie nicht rein durften. Es hat funktioniert, KP. Ja, du hast dich nur selbst in Lebensgefahr gebracht. Richtig. Aber ist okay. Ich finde das gut. Toll.
Und das zeigt, Kippi, dass ich eine super Security-Dame wäre, weil ich die Sachen auf eine Art und Weise löse. Ich brauche keine Waffe, um Security zu sein. Ja, richtig. Mhm. Mach das anders. Wir gucken weiter. Juna bei Tyler. Warum? Ich sehe mich da voll. Boah, die kriegen. Wieso ruft jetzt John an? Ja, hey John. Na, was los? Ah, jetzt hast du Zeit, oder was? Ja, ja, vorhin war gerade wieder Einsatz. Achso, das meinst du. Ja. Ich bin gerade nicht am MD, ich könnte aber kommen. Dauert ja auch nicht lange. Komm. Ja, alles klar. Was los? Hä? Achso, am Telefon jetzt. Ja, nee, was ist los? Irgendwie, ich sehe dich in den letzten Tagen kaum noch. Achso, das meinst du. Ja, das ist eine schwierige Geschichte tatsächlich. Okay. Das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte, warum ich nicht da bin. Okay, ja, dann komm her, ich bin da. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Bei meinen RTWs. Okay. Ciao. Ah, jetzt muss ich dieses unangenehme Gespräch mit meinem Chef führen, warum ich nicht mehr arbeiten komme. Auf geht's. Super, freu mich. MD. Ah, vielleicht wird die auch gleich gekündigt. Mal gucken. Soll ich dir kurz den Sand abklopfen? Nö, mach schon. Muss doch ja auch nach Urlaub aussehen. Richtig, hab Urlaub gemacht. Warte, da. Harriet, hier ist doch eben ein Typ lang gegangen. Ja, hat er deine Schuhe mitgenommen? Der hat Doms Schuhe geklaut. Wie Doms Schuhe? Du hattest gar nicht Doms Schuhe an, du hattest Anzugsschuhe an. Ja, ich hab die gewechselt, im Auto. Ach. Naja, muss ich wieder die ollen Anzugsschuhe anziehen. Ja, oder du klaust die halt weißt neue. Weißt du, was das für ein Paar war bei Dom? Irgendwas Weißes. Ja. Zum Glück gibt es noch ein paar weiße Schuhe in der Stadt. Na, weiß ich doch nicht. Er hat so viele Schuhe, ganz ehrlich. Weiß ich nicht. So. Top. Meine Schuhe. Ich war am Strand und ich habe meine Schuhe noch. Das ist erstaunlich. Ich erinnere dich gern dran. Danke. So bin ich. Ich glaube, wir haben mich gerade ein kurzes. Wie klang denn John? Naja, es klang so, naja, was ist denn los, Harriet? Warum bist du nicht mehr da? Und Er hat das direkt angesprochen. Ja, tatsächlich, ja. Also, dass er dich kennt. Mensch. Naja, also die sehen ja, wie lange man arbeiten kommt. Wie? Haben die eine Stempeluhr oder was? Mhm, quasi. Und von, keine Ahnung, 6 bis 8 Stunden bis 12 Stunden pro Tag wurden es eine. Das ist schon ein bisschen auffällig. Ja. Weil selbst wenn ich jetzt in den Dienst gehe, um dieses Gespräch mit ihm zu führen, werde ich um 21.30 Uhr oder so wieder außer Dienst gehen. Wir waren gerade dabei, eine Lösung für dein Problem zu finden. Ja, wie gesagt, Security-Frau sehe ich mich voll. Ich weiß nicht. Ein Tuner bei Tyranuts, ich kann nicht mit Autos. Tourguide bei Alice Touristics. Tourguide, das würde ich aber auch sehen. Verkäufer von Automobilen, ja, sehe ich mich halt wirklich nicht. Okay, Kanan. LSPD Officer ist ausgeschrieben übrigens. LSPD Rekrut. Ausgeschrieben in der Jobbörse. Sag's nur. Hat noch nie jemand drauf geguckt. Kanan, Tuner. Assistenz der Geschäftsführung im Vanilla Unicorn. Jawoll. Ich weiß, du glaubst mir das nicht, aber ich würde dich da sehen. Ja, du siehst mich eher auf einer anderen Stelle in Vanilla Unicorn, würde ich sagen. Das stimmt nicht. Ich hätte kein Problem, dich da zu sehen. Ich bin ja offen für alles. Soll jeder das machen, was ihn erfüllt? Brennmeister bei Lonnies kann ich auch werden. Weil ich habe die Brennerei gesehen. Lieber nicht. Warum genau hat das Unicorn die Leitstellennummer 6969? Verstehe ich nicht. Ach, wie schön, schon wieder ein PD-Wagen vor dem Krankenhaus. Du gehst danach direkt in den Dienst? Ich. Oder kündigst? Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich, ja. Mal gucken. Sag mir Bescheid. Jo. Wird sonst dann auch erstmal in den Dienst gehen und vielleicht. Ja, wir können uns nicht mehr länger davor drücken, Kippi. Sag mir einfach Bescheid. Ciao, vielen Dank auf jeden Fall. War super. Ciao, ciao. Hat Spaß. Hat Spaß. Jo, bin ich auch. Oh Gott. Ja, bitte. Was denn? Cruz, ja? Was denn? Ja, bis
Bist du gut angekommen hier oder hattet ihr unterwegs auch schon ein, zwei kleine Dotzerchen? Nein, das war das erste Mal. Okay. Er fährt sonst eigentlich nur, also Olaf. Eigentlich gut. RTW 1, der Fliege kann. Bin hier von meiner Nachuntersuchung. Jetzt habe ich sie erkannt. Ja, Baker, stimmt. Jetzt mal die Klickerti, ja? Ja, der RTW 1 mit Heli. Der RTW 1. Ja, perfekt. Okay, wer will Hand an mich legen? Offensichtlich die beiden Jungs hier. Ja, auf jeden Fall. Ja, besser ist. Genau, dann. Er ist bei den RTWs. Was meint er damit? Er ist bei den RTWs. Oh, sie wollte nicht. Jetzt hat sich leider gerade nicht im Dienst. Entschuldigung. Die Tür war offen. Richard. Sind bei den RTWs. Das heißt auch bestimmt Tiefgarage, oder? Weil draußen habe ich ihn nicht gesehen bei den anderen Parkplätzen. Warte mal. Stand da gerade minus 3? Was ist minus 3? Minus 3 ist neu. Okay, hier ist er auch nicht. Okay, John, ich gebe jetzt so die Definition. Ich bin bei den RTWs, ist nicht mehr so eindeutig. Ja, die Definition bei den RTWs ist gerade auch falsch, weil ich gerade kurz bei meinem Büro bin. Ah, okay. Kannst du uns bei mir ins Büro kurz reingehen? Ich bin gleich bei dir. Okay. Gut. Bis gleich. Ciao. Bing. Schade. Bing. Zu früh. Oh, hier stehen neue Sachen auf dem Regal, ne? Kann man jetzt was kaufen bei ihr? Wir haben einen richtigen Termin bei John. Das ist nicht gut. That's not good. Weiß nicht, wie ich das heute noch machen soll mit Tonstudio und Malia und so. Wird schwierig. Ich habe eine sehr gute Nachricht erhalten. Eine sehr, sehr gute Nachricht. Man freue sich auf einen neuen Song auf YouTube. Sehr gut. Awesome! Danke, Bohne. Okay, wie sagen wir das, John? Also erstmal müssen wir natürlich ansprechen, dass er zu Stunk geführt hat. Zwischen Stomm und mir. Wegen John. Das ist das Erste, was wir ansprechen, das Nicht-Geschäftliche.
Dann müssen wir ihm wahrscheinlich wirklich einfach sagen, dass wir uns im MD langweilen, oder? Dass wir hier irgendwie 5-6 Stunden am Tag verbringen, einen Einsatz haben und das halt einfach arschlangweilig ist. Nützt ja nichts. Wir können es nicht schönreden.